Ihr könnt es im Hintergrund sehen, obwohl wir hier schon eingezogen sind, ist das Einzige, was hier noch fehlt, die Türen bzw. die Türzargen. Darum soll es sich heute gehen. Wie messe ich die Türen aus? Wie bestelle ich die richtigen Türen? Welche Türen sind für mein Zuhause geeignet? Und dann natürlich, wie baue ich sie ein bzw. wie habe ich sie eingebaut? Kann man das wirklich selber machen? Ich werde es euch verraten. Los geht's, gleich nach dem Intro. Da man leider nicht einfach so in den Baumarkt fahren kann und sich irgendwelche Türen kaufen kann, um diese einfach einzubauen, sollte man seine Löcher in der Wand vorher einmal vermessen. Das habe ich auch gemacht. Man nehme sich also einen Zollstock und misst einmal die Tiefe. Das sind bei mir genau 20 cm. Dann einmal die Durchgangsbreite. Das sind bei mir 90. Und einmal die Höhe, 2,04 Meter. Mit diesen Maßen bin ich dann in den Baumarkt bzw. in den Fachhandel gefahren und habe den Leuten da meine Maße verraten und habe mir dann zeigen und sagen lassen, welche Türen ich überhaupt verwenden kann. Als ich vermessen habe, habe ich festgestellt, die Türen sind bei mir gar nicht alle gleich, sondern ich habe Türen, die sind 2,04 Meter hoch und ich habe Türen, die sind 2,11 Meter hoch. Und deswegen habe ich auch zwei verschiedene Zargenformate. Was alle gemeinsam haben, fast alle, außer diese Tür, ist die Durchgangsbreite. Ich habe 90 cm, also hier kommt eine 86 cm Tür rein. Die Höhe variiert bei mir zwischen 2,11 Meter und 1,985 Meter, sowie die Tiefe, die bei mir zwischen 20 cm und 14,5 cm variiert. 2,11 Meter Türen, warum? Also der Sturz oben ist nicht genau bei 2,11 Meter, sondern bei 2,07 Meter oder so. Ich habe aber eine Zarge gekauft, ein Türblatt, welches 2,11 Meter hoch ist. Ich werde die unten ein bisschen einkürzen, dadurch rutscht ein bisschen die Klinke tiefer, aber dazu kommen wir dann später. Was dann noch ganz wichtig ist und was man wissen sollte, in welche Richtung die Türe aufgeht. In meinem Falle, ich muss selber immer gucken, geht die Tür. Ihr steht gerade im Wohnzimmer, ich stehe im Flur und die Tür soll jetzt zu euch aufgehen, zur rechten Seite. Da, wo die Türbänder sind, auf dieser Seite, wird bestimmt, wie dieses DIN heißt. Also in diesem Fall ist es eine DIN links und diese DIN links hat dann bei mir die Maße von 1,985 in der Höhe, 86 in der Breite und 20 cm in der Tiefe. Und diese Türzarge, die werden wir jetzt einbauen, die ist jetzt angekommen. So, hier könnt ihr das jetzt nochmal sehen. Hier stehen die Daten nochmal auf dem Etikett drauf. 1,985 mal 86 cm mal 200 cm. Das Ganze als DIN links. Und das hier oben, das ist, ja, das ist eine CPL-Tür, also eine kunststoffbeschichtete Tür in weiß. Das ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Das ist das, was man mir empfohlen hat. Kunststoffbeschichtet ist insofern schön, wenn man kleine Kinder hat oder einen Hund, der sich schüttelt und die Tür ist dreckig, dann wische ich die ein bisschen leichter ab, als wenn es einfach eine Massivholztür ist, die da vielleicht ein bisschen, natürlich auch ein bisschen teurer, aber vielleicht auch leichter zu pflegen ist. Und deswegen habe ich mich für eine CPL-beschichtete Tür entschlossen. Karton ausgepackt, das war drin. Wir haben hier einmal die Blende, die von der einen Seite vorgesetzt wurde, das kurze Stückchen da hinten. Oben liegt, liegt da vorne und wir haben hier einmal die Zarge an sich, besteht aus drei Teilen, die beiden Seitenteile und oben das Kopfteil. Ich habe sie gerade schon einmal angehalten, das hier, wie gesagt, ist die einzige Standardtür, deswegen kommt hier die Zarge mit 1,985 rein. Ich werde oben noch ein bisschen Luft über haben, warum ich mich dafür entschieden habe, werde ich dann zum Schluss noch einmal erklären. Da ist eine Bedienungsanleitung bei dieser Zarge und jede Menge Schrauben und Dominos und wir werden die Zarge jetzt zusammensetzen und dann sehen wir uns wieder. We'll be right back.
Bedienungsanleitung mal nachgeschaut. Und ihr könnt sehen, hier gibt es so eine Nut. Da sollte gleich Kleber rein, Holzkleber rein, Holzleim. Dann kommen diese Lamellos da rein. Das Ganze wird dann ineinander gesteckt. Und hier kommt jetzt gleich so ein Spannverbinder rein, der hier reingesetzt wird. Dann kann man mit einem Schraubendreher hier dran drehen, was das Ganze hier oben, die Gärung hier oben zusammenziehen soll. Und hier kommen an zwei Punkten noch Schrauben rein, die mit einer Art Kronmutter, ne, wie nennt sie sich? Ich weiß es gar nicht genau, so sieht sie aus. Die hat hier oben so kleine Zacken, kontert damit im Gegenstück und somit kann man das dann festziehen. Und das werden wir jetzt machen. Ist zusammengebaut. Worauf sollte man achten? Der quillende Leim, der Holzleim, der jetzt hier an den CPL-Flächen rausquillen könnte, den sollte man natürlich, wenn es geht, noch wegwischen, solange er noch nicht ausgetrocknet ist. Das geht am besten mit einem Läppchen mit ein bisschen Wasser, solange der noch nicht angezogen ist. Und man sollte natürlich darauf achten, dass auch von der anderen Seite, in diesem Fall jetzt hier drunter, dass die Flächen wirklich bündig liegen. Tun sie in diesem Fall. Also können wir das Ganze jetzt einmal aufstellen und dann hier ins Loch stellen. Irgendwo muss das Türblatt natürlich nachher dran hängen an der Zarge. Und dafür sind diese Bänder da. Und die kommen jetzt hier an die dafür vorgesehenen Stellen rein. Die werden reingesteckt und mit einem Imbusschlüssel dann hier an der Zarge, da ist eine vorgesehene Schraube, werden die dann festgezogen. Ich setze sie jetzt einmal rein. Bei der Tür brauchen wir sie nicht, sage ich gleich nochmal was zu. Aber die kommen jetzt hier noch rein und jetzt können wir die Zarge einmal hier vorne einsetzen. Eher gesagt einstellen und erstmal gucken, wie es dann aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus von dieser Seite. Sie ist jetzt natürlich nicht befestigt und nichts, sie ist jetzt einfach nur eingesetzt. Aber halt euch jetzt hier einmal eben drauf, sitzt eigentlich hier soweit schon mal ganz gut. Was ihr jetzt hier oben sehen könnt, ist das, was ich am Anfang sagte. Wir haben hier eine kleine Lücke und das liegt daran, dass das Maß jetzt für mich nicht ganz optimal ist. Wir haben jetzt hier 1,985 m, die Tür selber 2,04 m, eher gesagt das Loch hat 2,04 m. Die nächstgrößere Größe wären dann 2,11 m. Ich hätte natürlich 2,11 Meter nehmen können und mir die Tür unten kürzen können. Dann hätte ich die Klinke aber nicht auf dieser Höhe, sondern hätte die Klinke dann irgendwo viel, viel zu tief gehabt. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, hier soll gar keine Holztür rein, hier soll eine Glastür rein. Und hier habe ich jetzt noch das Glück, eine Standard-Glastür nehmen zu können und muss mir keine anfertigen. Also werde ich hingehen, werde dann nachher ganz zum Schluss hier oben diesen Bereich einfach mit Bauschaum ausschäumen, werde das Ganze bündig abschneiden und mit ein bisschen Spachtel werde ich das Ganze dann nachher einfach beispachteln, dann sieht man nichts mehr davon. Und wie man das macht und wie das geht, das seht ihr hier oben in diesem Link. Also geht es jetzt weiter. Wir werden jetzt die Wasserwaagen nehmen und werden das Ganze einmal ausrichten. Und ihr könnt zugucken. Der nächste Step, ihr habt gerade gesehen, ich habe soeben hier die Wasserwaage oben drauf gehalten, habe einmal geschaut, ob das Ganze in Waage ist und das ist es. Aber auch erst, nachdem ich, wie ihr da unten sehen könnt, ein kleines Klötzchen drunter geschoben habe. Dieses Klötzchen werde ich dann nach dem Ausschäumen, wenn ich das Ganze dann ausgeschäumt habe, wieder rausnehmen und werde jetzt mit der Richtlatte bzw. langen Wasserwaage einmal gucken, ob diese Seite und diese Seite jeweils auf beiden Seiten im Lot ist. Ich nehme euch mal eben mit auf die andere Seite. Da könnt ihr es nämlich ein bisschen besser sehen. Hier habe ich jetzt natürlich einen ziemlich großen Spalt.
Und wenn ich jetzt hier die Türspanne einsetze, dann kann es natürlich sein, dass ich die Zarge einfach hier reindrücke, beziehungsweise hier Beulen reindrücke. Und damit das nicht passiert, habe ich hier so eine ganze Kiste voll Klötzchen unterschiedlicher Dicke und werde das Ganze jetzt erst hier einmal hinterbauen, damit genau das nämlich nicht passiert. Richte die Tür also grob aus, hinterbaue das, setz dann die Spanner da rein, gucke dann nochmal, kontrolliere nochmal, ob wirklich alles im Lot ist und würde das Ganze dann ausschäumen und wenn der Schaum ausgehärtet ist, die Klötzchen wieder rausziehen und dann die Blende hier draufstecken. Zum Ausschäumen habe ich hier einen 2K-Schaum. 2K, warum nicht 1K-Schaum? Der 2K-Schaum, der härtet einfach schneller aus. Und wenn ihr ein bisschen vorwärts kommen wollt, dann empfehle ich euch das. Der ist nach ungefähr 20 Minuten, kann man die Überstände abschneiden und ist dann so weit ausgehärtet, dass ich die Türspanner rausnehmen kann. Hier unten dreht man dieses Hebelchen mit ein bisschen Gewalt. Dreht man hier unten auf. Jetzt können sich diese beiden Komponenten miteinander vermischen und wir können das Ganze ausschäumen. Man sagt ungefähr so, da hat man mir zumindest gesagt, dass wir mit einer Flasche so zwei Türen hinkriegen. Mit diesen Riesenspalten werden wir wahrscheinlich jetzt hier mit einer Flasche gerade mal auskommen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung, welchen Schaum ich da genau genommen habe. Man sollte das Ganze dann noch gut schütteln und dann legen wir los. Das wird nicht rundherum komplett voll ausgeschäumt, sondern es wird punktuell ausgeschäumt. In meinem Fall hier auch, wo die größten Lücken sind, damit die gefüllt sind. Und damit, wenn die Kräfte nachher wirken durch die Tür, Hebelkräfte, sich da nichts verziehen kann. Los geht's! Die Tür, die wir gesehen haben, war eine Standardtür, 1,985 und wie ich gesagt hatte, sind alle anderen Türen hier ein wenig höher. Wenn ich diese Tür hier ausmesse, dann sind wir hier bei 2 Meter und 9,5. Die Türzargen und genauso wie die Türblätter sind alles 2,11 Meter Türen, mit Absicht so gewählt natürlich, damit ich die etwas einkürzen kann. Wenn ich die jetzt genau auf 2,9,5 Meter schneiden würde, dann hätte ich hier oben nachher gar keinen Platz mehr zum Ausschäumen und deswegen lasse ich mir da mindestens 3 cm Luft und würde die jetzt auf 2,06 Meter ungefähr schneiden, ungefähr bis hier oben. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht sehen von da aus, vor allen Dingen durch das Verziehen dieses Weitwinkels, aber ich habe dann ungefähr so ein Stück Platz, wo ich nachher dann den Montageschaum reinsetzen kann. 2,06 Meter. Ich habe auf der Gegenseite, auf der anderen Seite auch nochmal gemessen. Und auch hier wird 2,06 Meter so einen Spalt übrig lassen. Das werde ich jetzt machen und kürze die jetzt ein. Natürlich, jeder wird es wissen, aber einfach nur nochmal zur Erinnerung, wir kürzen nicht von oben ein, sondern schneiden die Tür von unten ab, also die Tür und die Zarge. Und das werde ich jetzt anzeichnen und dann werde ich das abschneiden mit der Kappsäge. Oh,
habe jetzt oben von der Kante von oben gemessen, 2,6 Meter. Habe mir jetzt hier die 2,6 Meter angezeichnet und nehme mir jetzt den Kombiwinkel, ist ein kleiner Winkel, zur Hilfe. Und ziehe mir hier dann meine Linie. Der ist eigentlich ganz cool. Ich verlinke euch den mal unter dem Video. Weil da könnt ihr jede Menge Sachen, ziemlich gute Sachen mitmachen. Und das Schöne ist, wie ihr seht, hier mit so einem großen Winkel, den könnt ihr da halt nur schlecht anlegen. Und deswegen ist das eigentlich eine wirklich gute Idee oder eine gute Möglichkeit, da eine Gerade zu ziehen. Ich gehe jetzt hin, und das ist wiederum ein Vorteil von dem Kombiwinkel, leg das hier an der Kante einmal an, nehme mir mein Maß, stelle mir das jetzt fest. Ich kann mir natürlich merken, wenn ich 6 cm abschneide. Nehme jetzt hier aber mein Maß, habe das jetzt fest eingestellt und kann das dann nachher beim anderen Stück der Zarge einfach anlegen und dann hier meine Linie ziehen. Die Kappsäge ist eine ziemlich günstige Kappsäge, eine ziemlich billige Kappsäge sogar. Aber wird damit auf jeden Fall gehen. Ich habe jetzt gerade noch mal kontrolliert, wo das Sägeblatt genau auftrifft. Und das tut es genau auf meine Markierung. Und somit hin wagen wir mal den Schnitt. Und das gleiche Maß setzen wir jetzt, übernehmen wir jetzt auf das zweite Zargenteil und dann bauen wir die Zarge zusammen. So, auch die letzte Tür ist, eher gesagt, die letzte Zarge ist jetzt hier eingesetzt. Hab die hier wieder unterbaut mit meinen ganzen Klötzchen. Die Spanner sind drin, ist alles in Waage, so wie es sollte. Genauso wie diese Tür, wie man da unten sehen kann, was ich im Video jetzt nicht gezeigt habe, ist, da musste ich ein bisschen nachstemmen. Und hier die Tür zum Gäste-WC sitzt auch drin. Ist aber noch, alle drei Türen sind noch nicht ausgeschäumt. Ich habe mir einfach gedacht, weil ich die Türspanne habe, 9 Stück im Gesamten, 3 pro Tür, richte ich erst alle einmal aus und schäume dann einfach die Türen hintereinander aus. Eher gesagt, die Zargen hintereinander aus. Und das ist das, was ich jetzt mache. Bei dem 2K-Schaum dauert es ungefähr 20 bis 30 Minuten, dass dieser schneidbar ist. Und voll ausgehärtet dann ein bisschen länger. Steht immer auf der Rückseite der Dose. Ist jetzt schon eine ganze Zeit vergangen, nämlich wirklich eine Nacht, weil es dann doch ein bisschen später wurde. Jetzt ist er wirklich komplett durchgehärtet. Ich habe die ganze Unterbauung habe ich rausgenommen, meine ganzen Hölzchen, und schneide jetzt hier den ganzen Überstand einmal bündig ab. Da sollte man aufpassen, dass man natürlich die Wand nicht oder die Zarge jetzt nicht beschädigt. Das schneiden wir jetzt bündig ab. Danach wird die Blende einmal zugeschnitten. Da schneide ich einfach genauso das gleiche Maß ab, wie ich es auch bei der Zarge gemacht habe. Und dann wird die Blende eingesetzt und die Zarge sitzt dann drin. We'll be right back.
So, die Zargen sind nun alle eingebaut und jetzt geht es sich darum, das Türblatt einzubauen. Beim Großteil meiner Türen, wie ich es bereits bei den Zargen schon erwähnte, muss ich nun auch das Türblatt einkürzen. Und den habe ich euch soeben schon einmal kurz gezeigt und auch empfohlen. Dieser kleine Kombiwinkel, der kostet echt nur ein paar Euro. Ich verlinke ihn euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Der ist in diesem Fall wirklich sinnvoll und sehr hilfreich, weil dieses Maß, welches ich mir eben schon festgeklemmt habe hier, kann ich jetzt hier einfach aufs Türblatt übertragen und habe somit, oder muss nicht jetzt jedes Mal neu messen, wie viel ich jetzt von dieser Tür abschneiden muss. Zum Abschneiden generell, ihr solltet die Türe unten abschneiden und nicht oben abschneiden. In meinem Fall rutscht dadurch natürlich die Klinke ein bisschen tiefer. Bei mir sind es, glaube ich, genau gesagt 4,8 cm, die Türklinke dann nachher runterwandert. Also Türe immer von unten abschneiden. Dann natürlich die Frage, womit schneide ich es überhaupt ab? In meinem Fall habe ich hier eine silbergrüne Führungsschiene. Und ihr ahnt es schon, ja, kommt jetzt eine Säge vom Festool, das ist die TS-75. Die gibt es auch noch als TS-55, die würde natürlich auch reichen. Ich habe mir damals halt diese gekauft. Das ist eine Handtauchkreissäge. Durch diese Führungsschiene kann ich jetzt einen ziemlich exakten Schnitt machen. Die gibt es auch von anderen Herstellern, auch bedeutend günstiger, denn diese hier, die ist dann doch schon ziemlich teuer. Es wird dennoch in Kürze ein Video geben, wo ich über Werkzeug sprechen werde und Hilfsmittel sprechen werde, die ihr während eines Hausbaus oder einer Kernsanierung benötigt. Da werde ich euch dann auch sagen, warum ich für gewisse Dinge mehr Geld ausgebe und warum ich gewisse Dinge für gewisse Dinge einfach bedeutend weniger Geld ausgeben würde. Aber dazu später dann in einem anderen Video mehr. Das mit dieser Führungsschiene bietet sich schon sehr, sehr an, weil es ein sehr, sehr gerader Schnitt und präziser Schnitt werden sollte. Mit einer Stichsäge, das kann ich euch nicht empfehlen, das würde ich nicht tun. Welche Möglichkeiten hättet ihr noch? Per Hand, das fällt raus. Tischkreissäge wird auch sehr, sehr schwierig, das Ganze an einen Parallelanschlag zu führen. Und deswegen ist meine Option eine Handtauchkreissäge mit Führungsschiene. Wenn ihr die nicht selber habt, kennt ihr vielleicht jemanden im Bekanntenkreis, der euch diese leihen kann oder irgendeine andere Stelle, wo euch sowas ausleihen könnt, wenn ihr das selber machen möchtet. Also fassen wir zusammen, Türblatt von unten abschneiden, gleiches Maß wie bei den Zargen und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Was ihr im Video jetzt nicht sehen konntet, ist der Einbau der Türklinke. Den habe ich mit Absicht nicht gezeigt, weil der ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ist aber eigentlich immer ganz gut erklärt. Da findet ihr eine Bohrschablone, wie ihr das Ganze befestigt etc. und Geschmackssache natürlich. Also deswegen, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Bevor ich euch sage, ob ich es nochmal wieder machen würde selber oder nicht, möchte ich euch noch einmal sagen, was ihr an Material braucht. Ihr solltet auf jeden Fall Türspanner haben. Es gibt eigentlich noch ein ganz anderes System als das, was ich benutzt habe. Es gibt nämlich ein System von Wolfcraft, was eigentlich viel, viel einfacher in der Anwendung ist. Ihr könnt da nämlich einfach bei den Spannern jeweils ein einheitliches Maß einstellen, sodass es euch oder dass ihr nicht permanent nachmessen müsst, ob die Zarge auch wirklich gerade steht, dass die Abstände also wirklich immer gleich sind. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Guckt euch das gerne mal an. Ist eigentlich eine wirklich coole Sache. Ihr braucht natürlich ansonsten noch Montageschaum. Im besten Fall, wie ich schon sagte, den 2K-Schaum. Einen 1K-Schaum würde ich euch nicht empfehlen. Der drückt viel, viel mehr. Ihr müsst also die Türspanner viel, viel länger drauf lassen. Und der braucht, bis dass er durchhärtet, eigentlich so circa 24 Stunden in der Regel. Und der 2K-Schaum, den könnt ihr nach 20 bis 30 Minuten, könnt ihr die Überreste oder den Überstand abschneiden und könnt auch die Spanner rausnehmen. Und somithin kommt ihr dann viel, viel schneller voran. Ich hatte jetzt hier das Glück, ich hatte für 3 Zargen hatte ich Türspanner da und somithin habe ich dann alle 3 Türen
erst einmal ausgerichtet und habe danach das Ganze dann einmal ausgeschäumt und konnte dann wieder weitermachen. Und somithin kann ich euch sagen, hat es bei mir hier im Erdgeschoss für 2, 4, 5 Türen einen Tag gedauert. Aber auch inklusive Zuschnitt der Türblätter. Und was ihr nicht gesehen habt, ist, ich habe jetzt hier für 2 Türen Türblätter, CPL-beschichtete, und in die anderen 3 Türen, da kommen Glastüren rein. Was ihr da beachten solltet, ist, dass ihr da ziemlich genau arbeiten solltet. Die Abstände von oben und unten jeweils sollten ziemlich genau sein, ziemlich genau gleich sogar, denn so eine Glastür verzeiht natürlich viel, viel weniger. Da habt ihr, die hat weniger Toleranz als bei einer Holztür oder einer Kunststofftür, wo ihr da vielleicht hier und da ein bisschen was nachstellen könnt. Wenn ihr da Beratung braucht, dann werdet ihr sicherlich entweder im Baumarkt oder im Fachhandel sicherlich gut beraten, auch wenn ihr es euch nicht zutraut, das Ganze zu vermessen. Messt es einfach, nehmt ganz genau Maß, geht mit diesen Maßen dann einfach zum Fachhandel oder zum Händler eures Vertrauens, übergebt ihm diese Maße und sagt einfach, dass ihr dafür Türen braucht und die werden euch dann sagen, welches DIN-Format es ist etc., was ihr da genau benötigt. Schlussendlich natürlich immer die Frage, sollte man es selber machen? Würde ich es nochmal selber machen? Ja, ich würde es nochmal selber machen. Man kann es auch selber machen. Natürlich, wenn man das handwerkliche Geschick dafür hat. Man muss aber ein paar Dinge haben oder die benötigt man als Voraussetzung, dass man es überhaupt machen kann. Und das sind natürlich die Türspanner. Wenn ihr die nicht habt, dann wird das Ganze schon sehr, sehr schwierig. Den Montageschaum, den könnt ihr euch natürlich kaufen, das ist gar kein Problem. Ihr solltet auch eine kurze und eine lange Wasserwaage haben, aber keine zu lange Wasserwaage, eine 2 Meter Richtlatte oder eine 2 Meter Wasserwaage funktioniert dann nicht, wenn ihr eine Standardtür von 1,985 habt, um die in der Zarge anzulegen. Also eine Meter Wasserwaage oder so, die solltet ihr haben und eine kurze, um die oben einmal drauf zu legen. Das sind so ein paar Dinge, die solltet ihr haben. Schraubenzieher werdet ihr alle haben und von daher denke ich schon, das sollte man hinkriegen. Das geht. Informiert euch da gut, dann könnt ihr da nicht ganz so viel falsch machen. Ich habe unten und oben Türen eingebaut, im ersten Obergeschoss auch nochmal 4 Türen. Hier unten hatte ich gesagt 2, 4, 5 Türen und habe dafür im Gesamten 2 Tage gebraucht. Das Ganze alleine zu machen, ist ein bisschen knifflig, ein bisschen schwierig. Wir waren zu zweit, mein Vater hat mir geholfen und zu zweit geht es schon mal ganz gut. Also wenn ihr jemanden habt, der euch zur Hand geht, vor allen Dingen nachher das Einhängen der Türen, natürlich kann man das alleine machen, aber es ist immer besser, wenn ein Zweiter dabei ist oder ihr die Türzargen hinterbaut, bevor ihr sie ausschäumt und es anbringt, der Türspanner. Da ist es schon nicht schlecht, wenn man zu zweit ist. Also alleine machen würde ich es euch jetzt nicht empfehlen, zu zweit geht es eigentlich ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach den Daumen nach oben. Das kostet euch nichts. Es würde mich sehr freuen. Ihr würdet mich ein bisschen unterstützen. Aktiviert einfach das Glöckchen. Dann werdet ihr nämlich automatisch benachrichtigt, sobald wieder ein neues Video zum Thema Hausbau, Hausumbau, Renovierung, Kernsanierung kommt. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert einfach den Kanal. Schaut gerne auf meinem Kanal mal vorbei. Da gibt es noch jede Menge andere Videos und Erfahrungsberichte, ob jemand, der so wie ich kein Profi ist, sowas auch wirklich selber machen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Also macht es gut. Bis dann.